ihr dachtet, Cheerleading wäre gut aussehen und in den Pausen am Rand von Basketball- oder Footballspielen mit bunten Cheer-Pompons wedeln? Falsch gedacht, es ist viel mehr. Cheerleading ist nichts für schwache Nerven. Sprünge und Drehungen in höchster Höhe, dazu gehören viel Mut und Vertrauen. Cheerleading führt Elemente aus Akrobatik, Tanz und Turnen zusammen. Die Menschen und der Zusammenhalt untereinander zählen bei dieser Sportart besonders. Es wird darauf hingearbeitet, miteinander zu kämpfen und zu arbeiten, um den abwechslungsreichen Sport mit begeisterten Menschen zu präsentieren. Dass man Erfolge feiern kann, genauso wie man auch Niederschläge miteinander durchstehen muss. Und das geht alles super schön, wenn man im Cheerleading einfach zusammenhält. Das ist nicht nur irgendwie ein Sport, sondern das sind tatsächlich sehr viele Emotionen, die eine Rolle spielen. Das ist irgendwie die Kinder, die hinter mir stehen, alle groß kriegen, auch wenn es Seniors sind. Motivierte Teammitglieder um mich herum. Deshalb ist Cheerleading für mich Zusammenhalt auf jeden Fall. Cheerleading ist nicht nur Spaß am Hobby, es ist eine Lebenseinstellung und ein Wettkampfsport. Viele Teams konzentrieren sich zu 100% auf Meisterschaften. Am vergangenen Wochenende wurden im Berliner Velodrom die Landesmeisterschaften für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen. Von den Peewees über die Juniors bis hin zu den Seniors präsentierten die Altersklassen in den jeweiligen Levels verschiedene Schwierigkeitsgrade, die nicht nur die Jury, sondern auch die 2500 Zuschauer staunen ließen. Teamgeist, aber vor allem auch Körperbeherrschung und voller Einsatz waren beim Stunten sehr gefragt. Cheerleading ist auch ein großer Breitensport, der Liebe, Leidenschaft und Lebensfreude zu einem ganz faszinierenden Sport vereint und der derzeit ganz stark im Kommen ist. Wir werden viel zu viel unterschätzt, die Mädels trainieren wirklich sehr, sehr hart, mehrere Stunden die Woche, unsere Sportart vereint mehrere Sportarten. Es ist gut organisiert, vor 2 Jahren ist die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister geworden in 3 Kategorien. In Amerika. Von daher sieht man auch, dass die Deutschen sehr, sehr gut sind, weit oben mitspielen. Unsere Landesverbände sind in den Landessportbünden und wir haben mittlerweile eine Akzeptanz, die auch dazu führt, dass der Mitgliederzuwachs enorm ist in den Vereinen. Habt ihr jetzt auch Lust bekommen, den Traum eines jeden Teenagers zu leben und sich vom Cheerleading-Team durch die Lüfte werfen zu lassen und mit einer der aktionsreichsten Mannschaftssportarten weltweit Erfolge zu feiern? Dann schaut bei den Teams gern vorbei. Sie freuen sich immer über neue Gesichter.